Na, wie ist es? Für uns geht's heute 3 Tage lang in die Berge zu Pferde. Pass auf. Aber tut gerade nicht nach Perth, wo ich dazu sehr ruhig kann, aber das ist der Bischof. Er ist unser Guide und das sind unsere Pferdchen. Für uns geht's in den Lago Dekki Nationalpark für 3 Tage. Wir schlafen dort in einer Wetterstation und dann später noch in einer anderen Hütte. Und es geht vorbei am Black Rock oder Schwarzfelsensee. Das ist ein See, der liegt genau auf der Grenze von Georgien und Russland. Und dort gibt es auch Grenzpatrouillen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch unsere Pässe dabei haben. Also, es wird spannend. Und das ist mein neuer Freund. Moniques Pferd legt sich bei jeder Pause erstmal hin. Ist ein bisschen müde anscheinend. Die anderen beiden fressen gerade. So, wir sind jetzt bei der Hütte angekommen. Das ist, die nennt sich hier die Wetterstation. Ich habe noch keine gesehen, aber hier ist anscheinend eine Wetterstation. Es sind so Doppelstockbetten, zeige ich nachher gleich mal, mit relativ guten Matratzen, so wie es aussah. Und man hat Licht, aber keine Steckdosen und kein Wasser. Die laufen jetzt gerade mal zu der Wasserstelle und gucken mal, wie das da aussieht. Und jetzt genießt doch mal bitte die Aussicht und die tollen Farben des Herbstes. Der Herbst ist angekommen. Das ist so schön. Der Herbst hat echt schon was für sich. Ja. So, das ist unser Schlafplatz für heute Abend. Oder für heute Nacht, besser gesagt. Bei der Rezeption haben wir uns Schlafsäcke ausgeliehen. Aber die sind nicht ganz so warm. Das sind eher so Sommerschlafsäcke. Deswegen haben wir alles an Klamotten eingepackt, was wir haben. Genau, ich habe auch vor, heute irgendwie mit 3 Jacken zu pennen. Und dann gucken wir mal, ob wir die Nacht überleben. Schal, warme Mütze. Ich habe jetzt 3 Hosen an, dann noch ein dickes Paar Socken. 2 sogar. Das wird schon. Die Sonne geht nämlich gerade unter. Mhm. Und sobald die weg ist, wird es hier richtig knackig, glaube ich. Ja, aber unser Guide versorgt uns schon mit ganz viel Tatscha. Genau. Und das ist... Bernd von innen. Tequila. Das ist nämlich selbstgebrannter und der hat um die 70%, hat er gesagt. Ja. Oh, bist du eine Hübsche? Bist du eine Hübsche? Wer ist hier die Hübsche? Aha, du? Bist du eine Hübsche? Ja? Bist du schüchtern? Ja. Thank you.
Die Sonne ist schon fast untergegangen, es wird deutlich kälter und die Farben sind so, so schön hier. Es ist echt schade, dass die Kamera das gar nicht so gut einfangen kann hier. Vielleicht doch, vielleicht doch. Und das Geile ist, es ist hier so still. Man hört hier die Blätter fallen. Das ist krass. Man denkt immer, es raschelt irgendwas im Busch, dass da ein Tier kommt, aber nee, es sind alles nur Blätter, die runterfallen. Die Nacht war besser, als mein Gesicht es vermuten lassen würde. Es war größtenteils auch warm mit den dicken Socken, also es war auszuhalten. Wir sind dann mal gespannt, wie es in der zweiten Hütte wird, weil die ist noch weiter oben und demzufolge auch noch etwas kälter in der Nacht, denke ich. Jo, dann starten wir mal den Tag. So, wir sitzen inzwischen wieder auf den Pferden und starten in den zweiten Tag. Heute geht's an den Black Rock Lake. Nähe der russischen Grenze und danach geht's weiter zur zweiten Hütte. Heute ist leider nicht ganz so schönes Wetter, es ist ein bisschen bewölkt. Ach, solange es trocken bleibt, soll uns das nicht stören. Thank you.
angekommen am Black Rock Lake. Genau, hinter uns ist besagter See und der Hintern dahin, tut schon weh. Und der Hintern tut schon weh, genau. Ja. Da hinten ist Russland. Wir mussten hier auch an einer Passkontrolle mussten wir uns einen Passierschein holen, weil wir uns hier in diesem Grenzgebiet aufhalten. Aber Jeremy Pascal darf nicht fliegen, weil der sonst abgeknallt wird. Genau, man hat uns gewarnt, man sollte hier lieber die Drohne nicht steigen lassen, weil wenn hier ein Soldat mal ein bisschen Langeweile hat, dann ist das ein willkommenes Ziel und eine willkommene Abwechslung für den. Naja, bleibt er halt in der Tasche. Jetzt wird Mittagspause gemacht. Ah ja, ich habe auch richtig Knast. Jo. So, das letzte Stück laufen wir runter. Da hinten ist unsere Hütte, wo wir heute Nacht schlafen werden. Und dann werden wir den Abend hier mal ausklingen lassen. Nach einem langen Arbeitstag endlich relaxen. Da schlafen wir. Home sweet home. Jetzt sitzen wir in einer gemütlichen Runde zusammen, trinken Cognac, Wein, Cha-Cha und kochen. Hashtag Gold Cuisine, ne? Ja, wie? Kaukasische Bergküche. Bisschen sauer. Yum, yum. Die Köchin. Die Köchin. Ich esse nach. Der Gastgeber. Ja. Gastgeber. Ja. Und dich sieht man nicht, weil die Sonne von hinten scheint. Du bist so eine Silhouette. Damajos, good tourist. Damajos, good tourist. Good tourist. Damajos. Unser Guide ist der coolste. Die Gruppe hier ist ziemlich cool. Nette Leute, nette Gesellschaft. Ein cooler Abend. Wir hoffen mal, es wird nicht kalt heute. Mit den ganzen Beinen. Dann nicht, nein. Kein Problem. Tag 3. Das Wetter ist heute nicht so schön. Es hat die ganze Nacht gestürmt und gewittert. Aber wenigstens liegt kein Schnee. Die anderen Wanderer, mit denen wir jetzt die Nacht in der Hütte verbracht haben, die nehmen jetzt quasi den Weg, um hier eine große Runde zu laufen, sozusagen. Den können wir aber mit den Pferden nicht nehmen, weil das ein bisschen zu steil ist. Deswegen reiten wir jetzt den gleichen Weg zurück. Das heißt aber auch, dass das der längste Weg ist. Also wir werden jetzt hier bestimmt locker 7-8 Stunden auf dem Pferd sitzen, gehe ich mal von aus. Ja, wird anstrengend. Der Schnee da hinten auf den Bergen, der lag gestern noch nicht. Diese mannshohen Teile hier, das ist Bärenklau und die Dinger sind giftig. Wenn du da was
auf die Haut abbekommst und das mit Sonnenlicht reagiert, dann kriegst du einen fiesen Ausschlag mit dicken Eiterblasen. Also es wirkt toxisch auf der Haut. An diesem Militärstützpunkt hatten wir bereits auf dem Hinweg unseren Passierschein bekommen. Auch auf dem Rückweg machten wir hier Halt. Rezo, unser Guide, kannte die hier stationierten Soldaten. Wir wurden zum Essen und, wie es für Georgien typisch ist, natürlich auch zum Trinken eingeladen. Georgische Gastfreundschaft kennt keine Grenzen. Leider geht sie so weit, dass ein Nein ab einem bestimmten Alkoholpegel nicht mehr akzeptiert wird. Nachdem es etwa 2 Stunden wirklich amüsant war, wollten wir nun doch langsam weiter, um den Abstieg noch vor Anbruch der Dunkelheit zu schaffen. Doch Rezo und die Soldaten, die inzwischen hackedicht waren, sahen das anders und versuchten uns zu überreden, die Nacht in der Militärbasis zu verbringen. Es dauerte eine weitere volle Stunde und Überzeugungskraft, allen klarzumachen, dass wir doch lieber zurück ins Tal wollten. Rezo hatte nun bedenkliche Schieflage in seinem Sattel und lehnte nicht selten direkt über dem Abgrund. Im Tal erfuhren wir, dass Rezo kein gewöhnlicher Guide ist. Vielmehr ist er Teil eines Sozialprojekts. Rezo lebt in einer Ruine ohne Fenster und fließend Wasser. Da er sich in den Bergen bestens auskennt und Pferde besitzt, die Auf- und Abstiege wie im Lagodecki-Nationalpark meistern können, wurde er als Guide engagiert. Von seinem Lohn zahlt ihm der Nationalpark 1/3 sofort. Der Rest wird für ihn für den Winter gespart, da er sonst alles an einem Abend für Alkohol ausgeben würde. Das Problem mit dem Trinken wird die Nationalparkverwaltung wohl nicht mehr in den Griff bekommen. Aber trotz seiner Armut ist Rezo einer der großzügigsten und gastfreundlichsten Menschen, die wir auf unserer Reise bisher kennengelernt haben.